Moin, ich bin der Wood Punk und heute schauen wir uns an, was das eigentlich für ein Material ist, mit dem wir so gerne arbeiten. Holz als Werkstoff, Werkstoff Holz. Woraus besteht Holz eigentlich? Holz besteht aus drei Teilen. Das ist einmal Lignin, Zellulose und Hemicellulose. Fangen wir mal mit der Zellulose an. Die Zellulosemoleküle bilden das Gerüst der Zellwände. Zellulose nimmt Kräfte auf Zug besonders gut auf. Lignin ist der Klebstoff zwischen der Zellulose. Jetzt fehlt noch die Hemicellulose. Diese ist quasi das Bindeglied zwischen unserem Lignin und der Zellulose. Wenn wir das in einem Beispiel veranschaulichen, dann wäre die Zellulose quasi im Stahlbeton die Bewehrung, die Kräfte auf Zug aufnimmt. Das Lignin wäre der Sand und der Kiesel im Beton, das, was Kraft auf Druck aufnimmt. Und die Hemicellulose wäre wie der Zement, ein Bindeglied zwischen allem. Wie bauen sich jetzt die einzelnen Zellen auf im Holz? Die einzelnen Zellen sind wie ganz viele rohrförmigen Gebilde. Also etwa ähnlich lang, aber natürlich manche fangen weiter oben an, manche weiter unten. Das kann man sich vorstellen wie ein Büschel Strohhalme. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so ein Büschel Strohhalme, könnte ich von oben drauf drücken und es wird viel Kraft aushalten. Wenn ich aber von der Seite dagegen drücke, würden die Strohhalme relativ schnell abknicken. Ähnlich verhält es sich mit Holz. Holz kann mit der Faser deutlich mehr Kraft aushalten als Querzugfaser. Das sind 4 auf 6, kriege ich nicht durchgebrochen. Bricht aber natürlich deutlich schneller durch, als wenn man von oben drauf drücken würde. So, wie ist denn jetzt eigentlich ein Baum aufgebaut? Von außen nach innen ist jeder Baum gleich aufgebaut. Wir haben außen die Rinde, dann das Bast, dann das Kambium, dann den Splint und im Innersten das Kernholz oder den Kern. Bei älteren Bäumen macht das Kernholz das meiste an Volumen aus. Das Kernholz ist auch das, was wir wirklich verarbeiten. So, welche Schicht ist jetzt hier was? Ich habe hier einen Querschnitt aus einem alten Eichenstamm. Das war ein Rest, der noch rumlag. Hier außen haben wir Bast und Rinde. Und hier sieht man schön den Farbunterschied. Innen Kernholz und hier Splintholz. Und hier ganz dünn ist die Kambiumsschicht. Welche Schicht ist denn jetzt die wichtigste? Gut, man könnte annehmen, für uns ist der Kern das Wichtigste. Denn der Kern ist das, womit wir jeden Tag arbeiten. Teilweise den Splint auch noch, aber das ist von Holz zu Holz unterschiedlich. Das wird jetzt so weit führen. Ich würde jedoch sagen, das Kambium ist die wichtigste Schicht. Denn das ist eine Schicht, die ist eine Zelle dick. Die ist total dünn. Ist trotzdem für mich die wichtigste Schicht im Baum. Warum? Die Kambiumschicht ist die einzige Schicht, wo Breitenwachstum stattfindet. Nach außen trennt sich eine Zelle ab, die zu Bast wird und später zu Rinde. Und nach innen trennt sich eine Zelle ab, die zu Splintholz und danach zu Kernholz wird. Splint und Kern an sich sind totes Holz. Der Splint ist teilweise noch wasserführend, genau wie der Bast teilweise noch wasserführend ist. Aber der Kambium, diese winzige Schicht, ist die einzige Schicht, wo Breitenwachstum stattfindet. Jetzt haben wir über den Breitenwachstum gesprochen. Wie ist es denn jetzt eigentlich, wie kommen diese Jahresringe zustande? Hier habe ich ein Stück Kiefer, ist sogar schon fertig verarbeitet. Das ist der Deckel von einer Box. Und wir sehen hier ganz deutlich Unterschied zwischen hell und dunklen Teilen von Jahresringen. Wie kommt das zustande? Die hellen Teile
sind im Frühjahr gewachsen, das ist Frühholz. Und der dunkle Teil ist Richtung Herbst, ganz Anfang vom Winter gewachsen, sogenanntes Spätholz. Und einmal vom Anfang vom Hellen bis zum Ende vom Dunklen ist ein Jahresring. Und wie es schon sagt, ein Jahresring entsteht in einem Jahr. Und was ist daran so cool? Ich finde das total faszinierend. Wir können anhand von den Jahresringen ablesen, wie gut das Jahr war für diesen Baum. Wenn wir schöne, dicke Jahresringe haben, wissen wir, dass der Baum in dem Jahr gut wachsen konnte. Und darauf können wir schließen, wie das Jahr insgesamt war. Hatten wir genug Regen? Hatten wir genug Sonne? Was das Ganze nochmal toppt, meiner Meinung nach, ist, es gibt eine Bibliothek an Jahresringen. Man hat sich mal hingestellt und hat Proben genommen aus ganz, ganz vielen Bäumen und hat die übereinander gelegt und so rückwirkend Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausend Jahre an Jahresringbreiten katalogisiert. Und mit dieser Bibliothek können wir eine Probe aus einem x-beliebigen Baum oder verbautem Baum, Bauholz, nehmen und mit dieser Bibliothek abgleichen. Und wir werden sehen, es wird Folgen geben von ein paar guten Jahren, ein paar schlechte Jahre, ein gutes Jahr, das direkt auf ein schlechtes Jahr fällt. Und dadurch können wir genau einordnen, wann dieser Baum gewachsen ist. Finde ich total faszinierend. Darum ist es möglich, alte Fachwerkhäuser aufs Jahr genau zu datieren. Beziehungsweise wir können ganz genau datieren, wann der Baum gefällt wurde und wann der Baum gewachsen ist davor. Alles klar, jetzt wissen wir, wie wird aus nichts ein Baum? Wie wächst ein Baum? So, wie wird ein Baum zu sowas hier? Na, schöner 4 auf 6er Latte. Einfache Antwort, Sägewerk, Video zu Ende. Nee, nicht ganz. Wir wissen, dass Rinde und Bast ab ist. Wir sehen ja nichts mehr hier dran. Das Kambium wird mit abgegangen sein. Das ist ja nur eine ganz dünne Schicht von einer Zelle. Ist es jetzt Splintholz oder ist es jetzt Kernholz? Diese Latte besteht aus Fichte oder Tanne. Kann man übrigens als eins sehen. Für uns bautechnisch ist Fichte und Tanne dasselbe. Für einen Botaniker nicht mehr. Wir wissen, dass bei Fichte und bei Tanne das Splintholz nicht zu gebrauchen ist. Also wissen wir, das hier ist nur der Kern des Baumes. So, wie machen wir das? Nehmen wir einen Baum und trennen da mittig einmal das raus? Nein, wäre viel zu teuer. Das Sägewerk geht hin und zieht sich genau das, was es maximal aus dem Baum rauskriegen kann, an Querschnitt raus. Und alles, was übrig bleibt, wird hier mit kleinen Querschnitten gefüllt. Also eigentlich, wenn wir eine dünne Latte oder ein dünnes Brett in der Hand haben, handelt es sich quasi um wiederverwendeten Abfall. So, unser Baum ist jetzt aufgeschnitten. Wie geht's weiter? Was auf jeden Fall passieren muss, ist, unser Holz muss getrocknet werden. Warum trocknen wir das Holz? Gibt es auch wieder eine einfache Antwort. Wir dürfen Holz mit maximal 15 plus minus 3% Holzfeuchte einbauen. Okay, nehmen wir erstmal so hin. Wie trocknet das Sägewerk eigentlich das Holz? Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Lufttrocknung. Da wird alles aufgeschnitten mit ein bisschen Zugabe und dann wird es schön an frischer Luft unter Dach im Optimalfall aufgeschichtet und dann lässt man es lufttrocknen. Das dauert sehr lange. Man sagt für so ein Zoll ein Jahr. Ein Zoll sind 24 mm. Also bräuchte man für eine zöllige Dachlatte, die selten noch benutzt wird, tatsächlich ein Jahr den Lagerplatz, um die zu trocknen. Wenn wir stärkere Bohlen nehmen oder feuchteres Holz, dauert es natürlich viel, viel länger.
Sägewerke haben sich eine Trockenkammer gebaut. Das ist eine riesengroße Kammer, wo in unterschiedlichen Methoden deutlich, deutlich schneller getrocknet wird. Der Nachteil ist, je schneller man trocknet, desto höher ist das Risiko, dass vor allem größere Bohlen komplett aufreißen. So, und warum passiert das? Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir uns besehen. Ich habe mir jetzt hier einen Baumstamm aufgezeichnet. Und wir sehen, wir haben drei verschiedene Richtungen, in der wir uns das Holz besehen können. Longitudinal ist einmal entlang der Längsachse. Hier schwindet das Holz um 0,3%. Tangential schwindet unser Holz um bis zu 10% und radial um 3%. Übrigens direkt eine Eselsbrücke, ihr werdet es nämlich auswendig lernen müssen. Longitudinal ist das längste Wort, ist entlang der längsten Achse. Radial ist, wenn man es so zeichnet, das kürzeste und ist das kürzeste Wort. Tangential ist in der Mitte in beiden Fällen. So habe ich es mir immer gemerkt. Der Punkt ist erstmal, wir haben drei verschiedene Achsen, in der das Holz unterschiedlich viel schwindet oder quillt. Schwinden ist, wenn das Holz kleiner, kürzer wird, weil es Feuchtigkeit abgibt. Und schwillen ist, wenn es anschwillt, weil Feuchtigkeit aufgenommen wird. So, wenn wir jetzt ein total entspanntes Brett haben, in dem keine Spannung ist, und dann trocknet es um mehrere Prozent ab, dann haben wir in dem Holz Spannung, weil es in verschiedene Richtungen unterschiedlich viel schwillt. Was kann noch passieren, außer dass uns eine Bohle aufreißt? Nun, unser Brett kann schüsseln. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich habe jetzt hier mal die Querschnitte von zwei verschiedenen Brettern aufgezeichnet. So, und was passiert jetzt, wenn dieses Brett sich verformt? Wissen wir in welche Richtung? Ja, wir wissen tatsächlich, in welche Richtung sich unser Brett verformen wird. Wir haben einmal das Brett aus dem Kern, wo hier das Herz des Baumes noch mittig drin sitzt. Hier wird diese Seite, die Tangentialseite, deutlich mehr schwinden, als in dieser Richtung der Radial ist. Nach dem Schwinden würde unser Brett ungefähr einen solchen Querschnitt haben. Deutlich übertrieben, aber Übertreibung veranschaulicht bekannterweise. Wie sieht es jetzt aus, wenn unser Brett nicht den Kern in der Mitte hat, wie es bei den allermeisten Brettern der Fall ist? Es wird in genau diese Richtung schüsseln. Ich übertreibe wieder stark. Was passiert? Die rechte Seite oder die Herzseite, die Seite, die ins Innere vom Baum gezeigt hat, wird sich nach innen drücken und die Enden werden sich rausdrücken. Hierbei könnt ihr euch auch merken, beim Einschalen, Bretter kommen mit dem Herz zur Sonne ans Haus dran. Warum machen wir das? Ganz einfach, das schüsselt sich so, dass das Innere vom Brett von der Fassade wegkommt und da, wo wir das Brett befestigt haben, und zwar an den Außenseiten, drücken wir uns an die Fassade ran und haben deutlich weniger Gefahr, dass unser Befestigungsmaterial, seien es Schrauben oder Nägeln, ausreißen. Das war es erstmal für dieses Video. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ich konnte euch den Werkstoff Holz in den Grundsätzen ein wenig näher bringen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Ich bringe jede Woche mindestens ein Video zu einem lehrreichen Thema.